Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKC Management. Heute nicht aus der gewohnten Umgebung. Ich bin nicht mehr in Stuttgart. Ich hatte das ja in den letzten Videos der letzten 7, 8 Tage schon angekündigt. Ich halte mich jetzt aktuell in Südfrankreich aus, werde dort wahrscheinlich die nächsten, ja, ich schätze 2 Wochen ungefähr bleiben, möchte aber trotzdem ganz normal weitermachen und Sie weiter mit Informationen versorgen. Das hatte ich ja schon angekündigt. Ich könnte sowieso nicht anders. Ich mache hier meine Arbeit. Ich habe hier, das sehen Sie gerade nicht, vielleicht zeige ich das die nächsten Tage, meine Laptops aufgebaut, mache hier sowieso meine E-Mails und Telefonate und dann kann ich Sie auch gleich mit Informationen weiter versorgen. Also starten wir durch. Bitcoin und Ethereum heute. Da möchte ich Sie auch nicht länger auf die Folter spannen, wie es da aussieht. Vielleicht kurz 2 kleine Themen vorab, die ich habe. Dann sollten wir jetzt dieses Mal recht schnell fertig sein mit dem Video. Zum einen ganz, ganz toll, vielen lieben Dank an die wirklich vielen Leute, die kommentiert haben in meinem letzten Video. Wenn Sie jetzt mal schauen, mein letztes Video, das heißt, wie lege ich mein Geld an? Wenn Sie das noch nicht gesehen haben, sehr interessant. Auch da danke sehr, dass so viele Leute geschrieben haben, wie ihr eigener Anteil ist, ihre Sparquote, finde ich echt super. Und das ist wirklich, das hätte ich so nicht gedacht. Das inspiriert mich auch selber hier, wie sagt man im Englischen, digging deeper, ja, also hier noch mehr zu machen, auch in meiner Situation noch mehr zu machen. Echt Wahnsinn, toll, super, wie viele Leute ansparen. Ich hätte gedacht, das ist viel weniger, dass da einige Leute wirklich 40, 50 und sogar noch mehr ihres Nettoeinkommens monatlich ansparen. Wirklich allergrößten Respekt, das finde ich klasse. Wenn Sie das noch nicht gesehen haben, schauen Sie es gerne an. Ich denke, das kann auch für Sie werthaltig sein und schreiben Sie mir auch da gerne rein, wie Ihre aktuelle Sparquote ist. Also, fangen wir an mit dem Bitcoin und Ethereum. Nun grundsätzlich, was mir in den letzten Tagen, ich hatte auch auf der Fahrt, weil ich die meiste Zeit nicht selber gefahren bin, Zeit, mich weiter aktuell einzulesen. Und ich lese ja auch sehr viel Informationen, die wir intern als Analysten uns rumschicken aus der Hedgefonds-Welt und der Fondsmanager-Welt. Und die waren eigentlich in den letzten Jahren immer sehr negativ eingestellt. Die haben wirklich Bitcoin-Bashing betrieben. Das war auch viel so eine überhebliche Haltung aus, sage ich mal, mit 50ern, mit 60ern, Herren, die seit 30, 40 Jahren auf die konventionelle Art und Weise ihr Geld verdient haben, für die der Bitcoin einfach irgendein Neuankömmling war, den man nicht ernst nimmt, über den man sich lächerlich macht, vor allem aber über deren Investoren man sich lächerlich macht. Ja, die haben alle immer gesagt, das ist in der Blase, das ist schwachsinnig, sie werden sehen, bald wird es auf Null fallen, seinen kompletten Wert verlieren. Und wenn ich mir jetzt so die Leute anschaue, ich möchte da auch mal ein eigentliches Video dazu machen, wer jetzt aktuell so die größten Kritiker damals waren, die jetzt auf die andere Seite übergesprungen sind. Da habe ich hier mir mal ein paar rausgeholt. Das ist zum einen der australische Investor Kevin O'Leary, über den muss ich mal ein eigenes Video machen. Der ist eigentlich einer der größten Bitcoin-Hater gewesen der letzten Jahre. Und der ist jetzt erst in ein Interview gekommen. Blenden ihn mal ein hier, Kevin O'Leary. Ist jetzt erst in den Fernsehinterview gekommen und hat einfach so in einem Nebensatz plötzlich droppen lassen. Übrigens, ja, 3 bis 5% lege ich jetzt auch noch in Bitcoin ein. Ja? Aber das möchte ich dann mal in einem anderen Video zeigen. Ich möchte da aber darauf eingehen, wie ich merke, dass institutionelles Geld grundsätzlich gerade jetzt im Abverkauf ganz schnell, die vorher negativ gesprochen haben, ganz schnell sagt, okay, jetzt schieben wir mal unsere Chips rein. Und dann haben wir hier Carl Icahn Capital. Carl Icahn ist schon, ich meine, der müsste jetzt Mitte 80 sein. Der ist Multimilliardär. Ich meine, der wird so um die zwischen 18 und 22 Milliarden US-Dollar wert sein. Großer Kritiker von Bitcoin, der immer gesagt hat, halt, bleibt da draußen, haltet die Finger weg davon, das ist Schwachsinn, da rein zu investieren, das ist reiner Datenmüll. Jetzt komplett geswitcht und redet plötzlich davon, dass er selber auch persönlich reingehen möchte in den Bitcoin. Dann haben wir ja eigentlich jemanden, den ich sehr schätze in der Hedgefonds-Welt. Das ist Ray Dalio. Ray Dalio hat selber den Fonds Bridgewater Associates managed dort. Ich meine, es sind roundabout 140 Milliarden US-Dollar an Management, der auch immer gesagt hat, it's in a bubble, it's in a bubble, Bitcoin ist in einer Blase, das wird auf Null gehen.
Dann hat er ungefähr vor einem Jahr eine Änderung gesagt und hat gesagt, ein so schlechtes Investment und die Idee dahinter ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und jetzt vor 2 Wochen, und jetzt ist er wieder öfters im Fernsehen und spricht darüber, sagt er, dass er selber persönlich auch für sich plötzlich Bitcoins gekauft hat, was er vorher immer ganz klar abgelehnt hat. Ja, da haben wir den Nummer 3, Ray Dalio. Dann, was ich auch noch sehr interessant finde, 2 weitere Leute, die direkt aus der Hedgefonds-Welt kommen in New York. Das ist einmal Bill Miller. Bill Miller ist eigentlich von den Leuten, die ich benannt habe, der positivste von allen. Miller hat den Fonds Miller Value Partners und plant jetzt nach eigenen Aussagen bis zu 30% seiner Gesamtassets in Bitcoin zu investieren. Finde ich auch sehr interessant, denn Sie sehen, das sind alles Leute, die zum einen Probleme haben, sich richtig zu rasieren, aber da geht es mir genauso. Und zum anderen ganz, ganz negativ waren und aus einer klassischen Investmentzeit kommen, wo der Bitcoin einfach vor ein paar Jahren noch nicht existiert hat und die jetzt trotzdem schon umswitchen und, meine ich, auch langfristig erkannt haben, was auf der einen Seite mit den Notenbanken gemacht wird, also dass immense Geldmengen gedruckt werden und die selber, wie ich meine, besorgt sind um den Kaufkraftverlust, also einfach auch um den Verlust ihres Geldes und jetzt schon ganz klar ihre Meinung ändern oder vielleicht auch schon längst ihre Meinung geändert haben und jetzt erst damit rauskommen, weil die auch nicht selber marktbeeinflussend sein wollten. Die wollten also nicht den Markt bullisch anheizen, bevor sie selber nicht ihre Chips reingesteckt haben. Und zu guter Letzt, ganz bekannte Person aus der Hedgefonds-Welt, Stanley Druckenmiller. Ich meine, Druckenmiller ist so zwischen 5 und 6 Milliarden schwer. Auch der hat gesagt, bis vor kurzem noch sehr, sehr kritisch gegenüber dem Bitcoin gewesen, gesagt, auf keinen Fall wird er investieren. Und jetzt vor einer Woche hat er selber angegeben, er ist selber persönlich in Bitcoin investiert. Ja, das ist jetzt alles so ein bisschen ein verdruckstes Rauskommen, habe ich so das Gefühl, weil die selber wissen, dass ihr Wort natürlich Gewicht hat und dass sie die ganze Zeit, und das gelten ja, die gelten ja als so Männer, die ein Mann, ein Wort, wenn die etwas gesagt haben, dann ist das so und die switchen nicht einfach so schnell ihre Meinung. Und deswegen meine ich, ist es denen teilweise selber etwas peinlich, wenn die nach einer Zeit dann rauskommen und jetzt plötzlich sagen, sie sind übrigens trotzdem investiert, während sie vielen anderen, wahrscheinlich auch in ihrem Umfeld, anderen Leuten gesagt haben, die Hände da bloß wegzulassen. So, also kommen wir jetzt direkt mal zum Bitcoin, denn auch da möchte ich mich hier ganz klar positionieren und das hat sich nicht geändert. Dazu schauen wir uns den BTC 1 8-Stunden-Chart an. Ganz klar, wir bleiben hier bei unserer Meinung. Die Indikatoren sind für uns nach wie vor klar bärischer Natur. Das bedeutet, dass wir hier nach wie vor, was unser Primärszenario angeht, davon ausgehen, dass wir hier die ABC-Bewegung, jetzt die C, abschließen und zwar in einem Zielbereich, also noch ein neues Tief ausbauen und dieses wäre im Bereich von ca. 26.000 bis 20.000 Dollar. Also die blaue Box, die Sie hier sehen, dieser Chart besteht ja jetzt hier seit Wochen. Da haben wir also nichts geändert an der Meinung. Aktuell, ich meine, das kann jeder sehen, zeigt sich der Bitcoin sehr schwach. Warum das imminent so ist, meine ich auch, da einen großen Punkt zu erkennen. Und zwar ist das Expiration Date von vielen Optionen. Ja. Viele Leute haben Optionen, also ein zeitliches Termingeschäft auf den Bitcoin abgeschlossen. Und die sind jetzt eben komplett aus der Zeit raus. Das heißt, die haben sich komplett zum Zeitpunkt der Spekulation komplett geirrt damit. Die sind also extrem weit weg zum Preis und die werden jetzt mit massivem Verlust geschlossen, diese Optionen in den Bitcoin. Und das meiner Meinung nach tut jetzt, wenn man das hier fundamental ein bisschen begründen würde, zeigt mir, dass es jetzt gerade auch so eine massive Fluktuation ist im Preis. Und hier wir aber ganz klar den Druck weiter nach unten sehen. Ja. Auch hier ich sehe das nicht für mich als schlimm an. Ich kann Ihnen nur ganz ehrlich sagen, wie ich mich hier fühle. Und ich glaube, Sie entscheiden selber, für wie aufrichtig Sie mich da bei der Aussage halten. Ich mache mir hier keine Sorgen.
Das, was wir jetzt erleben, ist ein ganz normaler Zyklus, auch in Wellenbewegungen. Es geht auf, es geht ab, es ist sehr, sehr lange aufwärts gegangen. Wir haben viele Candles geschlossen ohne größere Korrekturen, dann lief der Bitcoin-Trend immer weiter. Und was wir jetzt gerade erleben, ist eine ganz normale Sache, ein Auswasch. Schauen Sie die ganze China-Geschichte, die da lanciert wurde in den Medien. Wer sich ein bisschen länger auskennt, seit 2015, 16, 17, 18 dabei ist, weiß doch, jedes Jahr hat man die Sau einmal durchs Dorf gejagt. China verbietet den Handel mit Bitcoins. China verbietet den Handel, das Mining von Bitcoins und so weiter. Ja. Das wird jedes Jahr genutzt und wird dann meistens dann lanciert, wenn man sowieso schon Abverkaufsdruck auf dem Markt hat, um den dann halt einfach noch anzuheizen. So, also nach wie vor sehen wir hier das Primärszenario auf der Oberseite, dass wir hier runterkommen. Dazu möchte ich mir jetzt noch aber auch den zweiten Chart anschauen, einfach um Ihnen immer die Perspektive zu geben. Das ist nochmal weiter rausgezoomt. Hier nach wie vor, Sie sehen, wir haben immer zwei Szenarien. Beide Szenarien schauen übergeordnet nach oben. Diese sind, dass wir hier die in der Alternative zu 40% entweder schon das Tief gesehen haben. Meiner Meinung nach ist das aktuell ganz klar das Sekundärszenario, auch wenn wir uns das jetzt im aktuellen Kursbild anschauen, muss ich klar sagen, dass wir hier absolutes präferieren zurzeit, dass wir hier noch deutlich tiefer, also deutlich tiefer, noch circa 20% tiefer gehen können, um hier die übergeordnete Welle 2, wie Sie es hier auch im Chart in blau in Klammern sehen, abzuschließen, um dann dort die Trendwende zu vollziehen und von dort aus wieder impulsiv anzusteigen. Einige Leute haben mich ja hier gefragt, wie es da mit der zeitlichen Achse auf den Charts aussieht. Die zeitliche Achse ist bitte grundsätzlich zu ignorieren. Ja. Natürlich ist auf diesen Charts unten eine Zeitachse drauf. Das liegt in der Natur der Dinge. Wir treffen hier keine zeitliche Prognose. Das heißt also, bloß weil die Linien so gezogen sind, heißt das nicht jetzt, dass wenn der rote Pfeil da drunter geht und da steht dann Mitte 2023, dass wir jetzt davon ausgehen, dass das bis Mitte 2023 dauert, bis das Tief im Boden gesehen ist beim Bitcoin. Nein, das kann viel, viel schneller gehen. Ja? Aber wir müssen ja die Linien irgendwo ziehen. Deswegen hier ganz klar Ansage von uns, bitte achten Sie nicht auf den zeitlichen Aspekt. So, und jetzt gehen wir direkt weiter auf Ethereum. Ethereum hatten wir ein bisschen eine andere Zählung drin. Und zwar, das ist jetzt übrigens der 4-Stunden-Chart bei Ethereum. Und zwar, dass wir hier erstmal runtergekommen sind auf in der A-Welle A. Das ist die erste Abverkaufswelle, gefolgt von einer B, einer Gegenbewegung in der korrektiven Aufwärtsbewegung. Und dann nochmal eine C tiefer runter. Die A ging bis zu 1721 runter. In der B gingen wir davon aus, dass wir noch ungefähr Bereiche von 3800 Dollar sehen werden. Aber auch nach Elliott Wave muss man hier ganz klar sagen, B-Wellen sind sehr schwer zu berechnen. Die können sich sehr irrational verhalten. Es kann also auch quasi eine versagende B sein, sprich eine, die nicht mehr den hohen Bogen schlägt, sondern nach kurzer Zeit an schlichtweg an Energie versagt und direkt die C ausbaut. Das bedeutet, nach wie vor, auch bei Ethereum, muss man sagen, ganz klar stehen die Zeichen hier auf und die Indikatoren ganz klar bärisch, also korrektiv weiterhin. Wir sehen hier Bereiche dann in circa zwischen 1700 und 1500 Dollar, die nochmal angelaufen werden können, von wo aus wir einen gesunden Boden aus etablieren. Gesund in dem Sinne muss man sagen, wenn das nochmal darunter geht, werden Sie sehen, da ist Panik am Markt, da ist schlechte Stimmung am Markt, da wird Ihnen gesagt werden, jetzt geht's komplett unter, jetzt steigen alle aus, die letzten Ratten verlassen das Schiff und so weiter. Alles schön, das ist aber völlig normal. In einem korrektiven Ausverkauf ist es völlig normal, dass sich die Marktstimmung ändert und zwar ins Negative rübergeht. Und gerade dann, wenn sie am negativsten ist, ist es für den Antizykler, also quasi der Fisch, der gegen den Strom, der nicht mit der Masse schwimmt, ist es das untrüglichste Zeichen, dass wir einen Boden ausbauen und dass wir von dort aus wieder nachhaltig ansteigen. So, auch hier ganz klar, das sehen wir jetzt noch nicht. Wir gehen von weiterhin tieferen Kursen aus. Diese tieferen Kurse sehen wir in unserer blauen Zielbox. Diese blaue Zielbox verläuft in
insgesamt von 1.700 auf der Oberkante zu ca. 1.000 Dollar auf der Unterkante. Wir sehen aber so ungefähr einen Abverkaufspreis, also eine Welle C von ca. 1.500 Dollar. Da würde ich selbst auch nochmal massiv Positionen langfristig aufbauen. Und damit möchte ich das jetzt auch schließen, weil wir das jetzt heute auch im Weekend-Update an unsere Abonnenten geschickt haben. Wir werden die nächsten Tage eine Buy-and-Hold-Order für Bitcoin und für Ethereum ausgeben und diese Position eingehen, um diese dann langfristig über Jahre zu halten. Auch hier, wie wir das schon 2017, 2018 gemacht haben, wir halten Positionen teilweise über Jahre, wir kriegen sie steuerfrei, wer das noch nicht weiß. Bitcoin wird in Deutschland als Sachwert angesehen und versteuert. Das heißt, wenn Sie es über ein Jahr lang halten, ohne zu verkaufen, zahlen Sie gar keine Steuern. Wenn Sie es auch nur einen Tag unter einem Jahr, also zum Beispiel 364 Tage halten, um es dann zu verkaufen, dann zahlen Sie Ihre Einkommenssteuer. Ja? Also wir sind ganz klar daran interessiert, Positionen mindestens ein Jahr oder länger zu halten. So, ich hoffe, das hat Ihnen weitergeholfen. Ich wünsche Ihnen jetzt auch eine wunderschöne Zeit. Ich werde jetzt gleich mal in die Sonne gehen. Machen Sie es gut. Danke.